weil sie auf meinen baldigen Tod spekulieren. Wenn sie einen von denen aus Versehen erschießen, verdoppel ich die Belohnung. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn Sie uns die Damen und Herren vorstellen würden. Nicht, dass wir sie wirklich noch abknallen, weil einer von ihnen zu viele Haare auf der Brust hat. Haben schwedische Frauen wirklich Haare auf der Brust? Das wäre interessant. Wir halten außerdem Bajonette aus Silber, die sie bei Bedarf am Lauf befestigen oder als Messer im Nahkampf verwenden können. Ihre Flinte können Sie behalten, Larsson. Ich vertraue auf mein eigenes Werkzeug. Dass Sie im Anschluss an diese Unterhaltung Mr. Rüdack übergeben werden, Mr. Frost. Ganz sicher nicht, Mr. Larsson. Es sind keine Waffen erlaubt, außer denen, die ich verteile. Ah. Wer gegen diese Regel verstößt, verwirkt sein Recht auf die Belohnung. Ja.